Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kissbox von Greco. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kiss von Greco Gold Kissbox lesen wir hier. Und hier auf dem Cover haben wir eine junge Dame mit BH und Unterhose, also nur in Unterwäsche bekleidet. Es ist so eine kleine, kompakte Klappbox. Auf der rechten Seite lesen wir nochmal Kiss. Auf der linken Seite ebenfalls. Oben blank, unten blank. Und auf der Rückseite nochmal Kiss, Gold Kissbox, Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal, was wir an Inhalt haben. Wir haben einmal eine kleine Metalldose. So ein Plastik. Plastikschild, Plastiknamensschild. Ein exklusiver Track zum Download. Zweimal sogar. Okay. Schauen wir uns gleich noch an. Eine unterschriebene Autogrammkarte. Einmal die Instrumentals zum Album. Einmal das Album an sich. Ein Poster. Und noch ein zweites Poster. Interessant. So, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Wir haben es zu tun mit einem Digipack. Vorderseite dasselbe Cover wie auch schon auf der Box, allerdings etwas heller gehalten. Aus dem Nichts Entertainment präsentiert lesen wir hier. Das ist das Label, das Greco ja gegründet hat. Und wir haben hier 15 Tracks. Wir haben Features von Jule oder Jule Frieda. Kenne ich ehrlich gesagt nicht. Freigeist, Taisir und Asyl. Asyl ja auch bei Aus dem Nichts Entertainment unter Vertrag. Und fast vergessen, Tun. Von diesen 15 Tracks, meine Favoriten sind Nummer 3. WSS ist nicht gleich WSM. Also was sie sagt, ist nicht gleich was sie meint. Und dann noch Nummer 5, Dich zu lieben. Das sind meine Favoriten des Albums. Hier unten auch wieder Credits, ein Barcode. Gut, dann schauen wir mal rein. Hier weitere Aufnahmen dieser jungen Dame. Das sieht nach Booklet aus, auch wenn ich jetzt... Okay, interessant. Das Booklet... Ich fürchte, dass ich das jetzt kaputt machen werde. Das Booklet wurde hier, wie man sieht, hineingeklebt. Also die letzte Seite des Booklets ist hier wirklich an dem Digipack dran geklebt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das abnehmen kann. Ich befürchte nur... Ja, man sieht hier, das ist wirklich festgeklebt und nicht nur mit so zwei Klebetröpfchen. Deswegen lassen wir das Ganze jetzt mal lieber, bevor wir das komplett zerstören. Also, wir haben hier die einzelnen Tracks aufgelistet, inklusive der Info, wer daran beteiligt war. Und hier weitere weitere Fotos von Greco bzw. dieser Dame. Und so zieht sich das durch das Booklet durch, alles in dieser schwarz-weiß Optik. So, und was haben wir hier? Hier haben wir noch eine Danksagung von Greco und das ist auch schon die letzte Seite. Wie gesagt, das wurde hier so reingeklebt, deswegen kann ich das Booklet nicht mehr weiter drehen. Und hier in der Mitte haben wir die CD. Auf der CD wieder diese Dame zu sehen. So sieht das Ganze aus. Auch hier wieder diese Frau.
schönes Digipack. Dann haben wir die Instrumentals. Kiss Instrumental steht hier, Greco. Auf der Rückseite haben wir allerdings nur 14 Tracks. Warum? Ich nehme an, wegen des Intros. Jawohl. Wir sehen hier 15, hier 14. Der Unterschied ist, dass es hier gleich beginnt mit Baby Don't Cry und hier das Intro. Es liegt daran, dass das Intro ohne Beat ist. Das ist so ein gesprochenes, reines Textintro. Deshalb 14 Instrumentals. So sieht die CD aus. Und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir eine Autogrammkarte von Greco. Diese, ja nicht ganz, aber fast quadratisch. Greco hier mit schwarzem Edding unterschrieben. Gefällt mir gut. Rückseite nochmal eine Abbildung von Greco. Und hier unten rechts aus dem Nichts Entertainment. Dann haben wir diese Metallbox Kiss Greco. Auf der Rückseite lesen wir Sugar Free Mints produced in China. Bedeutet, wir haben hier passend zum Albumtitel zuckerfreie Mint, Mint-Tabletten, Pastillen, wie auch immer, damit ihr einen frischen Atem habt und schön küssen könnt. Okay. Was ich noch nicht ganz durchschaut habe, was das hier darstellen soll. Also wie gesagt, das Ganze ist aus Plastik. Wir haben hier Greco in roter Schrift. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht am Kühlschrank hält. Also es ist nicht magnetisch, es ist einfach nur so ein Plastik. Muss ich mal nachschauen, wofür das genau gedacht ist. Aber ist auf jeden Fall, ja, mal was anderes, mal was Spezielles. Habe ich in der Form noch nie gesehen. Genauso wenig wie diese Kiss-Pastillen. Dann haben wir ein Poster im Hochformat. Wieder die junge Dame. 12.06.2015, Greco Kiss. Einseitig bedruckt das Ganze, relativ klein. Und dann haben wir noch ein zweites Poster. Okay. Und das hier ist so ein Mosaikposter. Also wir sehen hier ganz viele, eventuell hat Greco hier Fans aufgerufen dazu, Damen, dass sie ihm hier Fotos von ihrem Kussmund schicken sollen. Also Kiss steht hier. Und das hier sind ganz viele einzelne Fotos. Ebenfalls im Hochformat, ebenfalls relativ klein. Und dann haben wir noch zweimal, es sind Sticker, okay, zwei Sticker, Greco Kiss, Kiss kommt, also Promo-Sticker, Exclusive Track zum Muttertag, Download. Bedeutet, wir haben hier einen QR-Code, den man natürlich einscannen kann. Ist die Frage, ob das über das Video funktioniert, aber könnt ihr natürlich versuchen, mit eurem Handy hier einzuscannen, den QR-Code. Und dass man das einfach so als Promo-Move irgendwo in der Stadt wahrscheinlich hinklebt und dass dann Leute darauf aufmerksam werden und sich diesen Free-Track hier runterladen können. Frage ich mich natürlich, warum man das ins Album gibt, weil die Promo-Phase ist natürlich schon jetzt etwas vorbei, aber naja, zwei Sticker und ein Free-Track. Gut, wir fassen noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal diese zwei Sticker, Muttertag, Exclusive Track dabei, dann die zwei Poster im Hochformat, diese kleine Aludose mit den Kiss-Bonbons, dieser kleine Plastik-Schriftzug Greco, die unterschriebene Autogrammkarte, die Instrumentals in der Papphülle und das Album an sich im Digipack. Das alles in dieser wunderbaren Box, Kiss von Greco. Mich würde natürlich interessieren, was ihr von dem Album und der Box haltet. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Greco unterstützen möchtet,
dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.